Digga, ich mag die Map nicht, Alter. Ey, Digga, das ist einfach, das ist hier leider nicht gut gebaut, ey. Warum kommt eine so unglücklich eine eigene Episode? Digga, weil die gleich schon wieder vorbei ist. Das fühle ich jetzt noch nicht so, aber okay. Ich knall die ganze Zeit gegen den Borrel, Digga. Das ist doch... Wer, wie und weshalb, Digga? Also wirklich. Geiler Warride in euer Gesicht und gemeinsam mit Deko und Aris. Ein wunderschön. Moin, was geht? Astor Bonner Reis Muchachos, ein wunderschön. Mahalo! Und die Nüsschen seien poliert. Deadman Wonderland Warride. Habt ihr eigentlich gerade gehört, was ich gesagt habe? Ich habe irgendwie an einfach ich nur. Hab nichts verstanden. Das ist so geil, ey. Man kann einfach sagen, was man will. Es juckt eh keinen, ey. Let's go! Digga, richtiger Chokeslam war das, ey. Digga, der gute alte Chokeslam. Ja, Undertaker Winter. War das ein Chokeslam, ne? Ich glaube auch Undertaker, ja. Chokeslam! Viel Spaß bei dieser Map. Iroaske, dünne Sachen fahren. Es wird ein Graus, Digga. Es wird ein richtiger Graus. Nein, müssen wir echt so... Digga, wir müssen... Ey, nein. Digga, ich kann nicht mehr die Anfahrt, ey. Digga, Marvin, warum machst du jetzt so eine Map an, ey? Weil wir eben gerade eine Scheiß-Map hatten, jetzt kommt was Vernünftiges. Jetzt kommt eine richtige Scheiß-Map. Oh, fuck, was? Wohin? Auf das kleine Ding. Hallo! Achso, jetzt müssen wir wahrscheinlich da lang. Hier lang, ja. Nein! Hä, ich war Fullspeed und trotzdem reizt nicht? Doch! Ach komm. Der Ares hat das First Try, jetzt geht's runter. Ach du Scheiße! Ja, da wusste ich jetzt nicht dann beim Runterfahren wohin. Ach, und dann auf Blau! Ah, und dann darauf! Ja, blau und schlau gelöst. Und dann darauf. Und dann darauf. Okay. Okay, das eigentlich geht's. Ihr müsst, ihr könnt noch ein bisschen drauf bleiben. Ihr müsst nicht sofort drüber wechseln, ja? Das kann ich euch jetzt mitgeben. Ist wie Deko wie dieser Formula-Switch. Kannst du dich dran erinnern? Beim Runterfahren da? So ein Bums ist das. Ey, Digga, ich bin Fullspeed gefahren. Ich hab auf dem orangenen Teil oben Speed nicht bekommen. Nicht? Nee. Ich hab den noch gerade so bekommen. Ah, dann bist du ja nicht Fullspeed gefahren, ne? Doch, bin ich. Ich weiß. Ja. Oh, fuck! Oh, das könnte bei mir jetzt auch schwierig werden. Ey. Digga, ich hab ihn auch nicht bekommen. Hä? Ich bin auch Fullspeed gefahren. Hätte ich einen coolen Warride zocken können, Alter. Digga, komm doch noch, Brody. Ich muss einfach nur den Anfang mal gut hinkriegen. Lackschuh? Hä, hey, Ares ist hier auch noch? Digga, ich dachte, Ares wäre schon... Hinter den sieben Bergen, da bei Schneewittchen. Nee, ich verkack den Scheiß mit dem Übergang. Ich verkack schon den Anfang, also das ist hier mein größter Kryptonit-Batzen hier. Das Ares hier gerade ausfahren kann, ey. Warum? Genauso wie auch gerade. Oh, ich bin viel zu schnell. Scheiße, Deko. Nicht, dass du mich hier wegknallst, ey. Oh nein. Ich könnte. Oh. Komm, ich will auch meinen Speed haben. Ja! Okay, bleib erstmal auf rosa und switch dann rüber, ne? Ja, und jetzt rüberfahren, ja. Und jetzt hier rüberfahren, okay, ja. Ich bin auf gelb rübergefahren und auf gelb hatte ich auch aber kein Glück mehr. Ja, ich hab. Oh, und jetzt? Und jetzt? Viel zu lange. Oh ja! Ja. Dann müsst ihr so ein bisschen. LOL! Was machst du hier? Das hat sie nicht! Was hast du da gemacht, ey? Das kann doch jetzt schon gar nicht mehr klappen, oder? Oh, komm! Bitte! Ja, bitte! Ja! Oh, es sieht bei mir richtig gut aus. Du musst dann so ein bisschen um 8 drücken, Deko, damit du darauf kommst. Worauf? Ich hab's, Digga, ich hab's. Ich hoffe, ihr schafft's auch. Es war so ein bisschen Spider-Sense. Warte mal, wo ist Deko? Ich war jetzt gerade unten. Oh, jetzt drück nochmal schnell! Was machst du da? Du musst wieder runter! LOL, Mann, du springst komplett rüber. Komm mal runter! Kuss nochmal rüber, los! Oh. Na, ich bin komplett verdreht. Komm, eiskalt, ich war hoch. Das war auch einfach dämlich, muss man sagen. Digga, wie hat das Deko schon wieder hinbekommen, ey, der kleine Lackfurz, ey? Wie?
Ja, dieser Start ist einfach behindert, Alter. Warum denn über so ein scheiß dünnes Ding fahren? Das tut doch überhaupt nicht Not, ey. Das addet auch überhaupt nichts. Dieser Ass, ey, ist geil. Ah. Deine miese Scheiße, ey. Digga, was muss ich hier eigentlich machen? Warte mal, da muss ich, dann fahre ich oben raus, oder? Hä? Ah. Nein. Okay. Hä? Wie? So vielleicht? Nee, auch noch nicht ganz. Aber ich muss sagen, geile Map, ey. Der Degusche Effekt, der schlägt zu. Cool gebaut. Geil gemacht. Ich muss jetzt hier nochmal rausfinden, wie ich mich am schnellsten drehen kann. Das ist ein bisschen zu langsam, leider. Naja, nee, das funktioniert noch nicht. Digga, ich komme schon fast nicht in die ersten beiden Speeds rein gerade. Aber das war bei mir auch irgendwie leider random. Oh, ich hab's trotzdem bis nach oben geschafft. Das Ding ist, jetzt habe ich leider Ares ziemlich knapp vor mir. Nein! Schon verloren. Wohin, Mann? Einfach gerade. Ja. Aber dass Deko zu schnell war, ich habe keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat, Digga. Absolut keine Ahnung. Jetzt bin ich drauf. Ja. Jetzt müsst ihr jetzt einfach nach vorne fahren auf den Wallet. Kack. Oh, ja, das klappt. Das klappt auch. Jetzt natürlich die Edward-Stangen durch und dann habe ich sie, oder? Ja, herzlich willkommen, Digga. Alter, die Edward-Stangen waren aber auch ein bisschen dünn. Mit noch einem kleinen Schlenker drinne. Da haben wir's! Sehr schön, okay. Da die Drehung. Ich muss sagen, der Spawn hat mich mies abgefuckt, ey. Was? Drehung? Ich mache hier keine richtige Drehung. Ich drücke hier nur, was drücke ich denn? Ich lenke ein bisschen, warte mal. Was war denn jetzt so mein Ding? Langsam auf jeden Fall fahren, A und dann Num 5. Das mache ich. Und dann da oben, oh, da oben jetzt ein schmutziger, aber ein richtig cranker schmutziger, ja, hab ich. Digga, also schon. Hä, wohin? Alter, oh. Achso, nein! So. Oh! Ah, nee, hab ich. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, ach du Scheiße. Okay. Boah, mhm. Wow, okay, Alter, der Schmutz ist ja richtig hässlich, ey. Oh, stimmt, über Kopf habe ich jetzt auch hinbekommen. Früher raus ist da die Devise, kann ich schon mal sagen. Habe ich. Und jetzt besser. Jetzt besser, jetzt besser, jetzt besser. Los, komm. So. Ja. Oh. Und jetzt da auch unten. Oh. Alter. Nein! Nein, Digga, ich darf keinen Windschatten kriegen. Ski, Skirack-Rolle. Ich habe eine Skirack-Rolle gemacht, Digga. Ich bin so ein Profi. Was? Ey. Lol. Alter, ja. Ordentlich da oben. Und einmal noch. Ja. Einmal noch, einmal noch, einmal nur. Oh ja. Alter Schwede, ey. Digga, ich bekomme das selten hin, dass ich da ankomme in der Tube und rückwärts quasi fahre. Ich hatte auch meine Probleme. Lernt ihr mit den Tries einfach wieder. Lernt ihr einfach. Ja, was musst du denn alles machen, Digga? Das ist ein kranker Scheiß, Alter. Okay, ich weiß aber nicht, wie ich den Schmutzigen hinkriege. Ich springe so vorher viel, raus. Nein, ich springe richtig viel früher raus, aber ich lande trotzdem daneben und nicht drauf. Okay, das ging dann bei mir. So, hier so rein, links rein, links. Digga! Digga, was geht hier ab, Alter? Okay, die Drehung kriege ich noch nicht ganz hin, vielleicht ein bisschen nach rechts noch. Rüber, ja. Ja, ah. Okay, und dann da wieder. Alter Schwede, ey. Dieses Rückwärtsfahren, das machen wir hier schon wieder fertig, Alter. Nein! Ich hab den Downflip verkackt, Alter. Echt? Oh, dann wärst du eigentlich schon wieder durch jetzt. Fick mich, Mann. Ja, fick mich! Noch ein weiterer Downflip und dann bist du durch. Ja, ich wusste, dass ein Downflip kommt. Ich hab die Edward-Stangen davor, habe ich oben genommen. Komm so selten hier vernünftig an. Die Überkopfdrehung hat bei mir dann irgendwann funktioniert. Ich hab über Deko gesehen, dachte... Also ich drücke D-Shift und Leertaste, glaube ich. Oh, jetzt hab ich's. Ja. Hä? Was? Aber es ist auch nicht 100% bei dir, Schiff in der Tasse. Digga, was da kommt! Geil, Alter! Das ist aber schon ein geiler Tobak, ey. Kranker, also so. Also, das fordert uns mal wieder, aber es ist nicht ganz so krank. Aber es ist geil, Alter. Oh ja, ich bin wieder da. Oh yeah. Geile Scheiße hier schon wieder. Geile Scheiße. Ja, warum hab ich gerade diesen scheiß Downflip verkackt, Alter? Ja. Nein. Ja. Ja.
was wieder. Geiler Scheiß, Alter. Ja. Digga, kommt hierher, ey. Kommt hierher. Versucht. Boah, Alter, der Weg unten durch die Stangen durch war richtig scheiße. Ein Downflip gleich noch. Ich. Ein, danach immer noch einer. Ey, nein, ich hab das MG langfahren verkackt. Digga, ich mag die Map nicht, Alter. Es sind überall so komisch über Kopf und dann noch mit komischen seitlichen Winkel rein und so, Alter. Es ist richtig hässlich. Über Kopf und über an da oben. Eieiei, das wird muy caliente. Oh, nach oben. Nach oben, nach oben, nach oben. Oh, endlich mal wieder dich loben. Deswegen das erste Mal. Jetzt irgendwo hier abfahren, ne? Hier, war das hier? Ja. Na klar, hab ich den Wechsel hier verkackt. Was kommt hier noch, Digga? Ey, Mann! Es fehlt mir einfach so eine halbe Millisekunde, um diese scheiß Drehung fertig zu kriegen, Mann. Deswegen hab ich's langsam gemacht. Oh. Ja, gute, könnte funktionieren. Könnte helfen. Nein, ey. Okay, den nächsten Bums habe ich auch, ey. Alter Schwede, ey. Er ist aber bitte zumindest fair gesetzt, der ganze Bums. Das muss man sagen. So fick will man das denn langsam machen? Einfach langsam anfahren. Das meine ich damit nur. So. Also nichts anderes. Langsam anfahren, damit der Weg länger ist, den ihr rüber braucht. Und dann fehlt. Ich glaub bei mir null. Weil dann ist. Dann hast du diese. Eine halbe Sekunde hast du dann einfach mehr Zeit. Die hat bei mir dann sehr viel gebracht. Aber wie drehst du dich denn? Über Kopf oder machst du so? Über Kopf. So wie sich das gehört. Scheiße! Nein! Ich bin in einen Edward rein. Ja, Mann! Muss aber auch sagen, ich nehme hier echt sehr, sehr wenig Sachen mit. Also ich schaffe die Sachen dann meist auch. Also gerade habe ich echt ein bisschen Glück, muss ich auch dazu sagen, dass ich die Sachen dann relativ schnell schaffe. Also alles wie immer. Alles wie immer, ja. Ey. Oh. Ich komme nicht weiter als diesen bekackten Schmutzigen, das ist unglaublich. Oh, Digga, Alter. Langsamer fahren bringt überhaupt nichts, ey. Downflip. Okay, MG. Okay, und jetzt nur noch ein Wortwechsel und ein Downflip. Okay. Komm, Deko. Oh. Yes! Oh, Digga, Alter, eine Viertelstunde für diesen Punkt, ey. Leck mir die Eier, Alter. Fick mich, ey. Jetzt wird's viel lustiger. Ich wollte gerade sagen, ich will gar nicht wissen, was jetzt noch kommt, ey. Ich musste mal so ein bisschen nach rechts abspringen. Oh, du kommst so durch? Okay. Okay, und. Ja, du machst das richtig. Nur nicht auf Anschlag drehen, sondern ein bisschen uptime. Nee, schon wieder über Kopf. Problem gerade auch. Das meine ich. Ich habe immer mit der Maus einmal minimal nach rechts gezogen. Minimal. Genau, perfekt. Jetzt fährst du nach oben. Und da musst du jetzt so eine Art Bremssprung machen und musst ganz, ganz oben rückwärts fahren. Ganz, ganz oben rückwärts. Ganz, ganz oben. Digga, perfekt. Da, ja, perfekt, perfekt. Alter, first try, Digga. Ein bisschen nur nach unten fahren, ja. Da kommt gleich was ein. Ja, da ist das gut. Jetzt kommt noch ein Schmutziger, glaube ich, gleich. Fahr erstmal. Oben kommt ein Schmutziger. Dann hast du es schon, Digga. Hier abfahren, Schmutziger. Dann hast du den Punkt. Speed. Alter, fick mich. Digga, da hab ich ein bisschen länger gebraucht. Boah! Geil. Alter, dass ich den so schnell kriege, hab ich auch nicht gedacht, ey. Ich auch nicht. Dann zeig ich natürlich auch die Hinweise, was ich machen muss. Ja, nö, hast eigentlich alles selber gemacht. Ja, selber klar, aber ich wusste, was kommt. Oh. Ja, und jetzt nur noch da einmal rüber zwirbeln und dann bist du auch durch. Nein! Ja, das muss man auch sagen, ist kein normaler Warride, ne? Vielleicht müssen wir hier nochmal so ein Klassiker X21 Warride brezeln. Ja, ich einfach so ganz gerne sage, das wird mir zumindest in den Kommentaren nachgedacht. Dass ich mich immer darüber beklage, dass irgendwas scheiße gebaut ist. Nein, diesmal sage ich einfach, es ist außergewöhnlich gebaut und zwar so, dass ich es nicht hinkriege. Ist geil, oder? Nicht basic auf jeden Fall, die Map. Es ist nicht basic, ne? Also, wobei, das hier ist jetzt wieder eigentlich relativ basic.
Also das ja, mit danach. Der Drehung kann ich mir jetzt nur so erklären, dass der das vielleicht auf 60 FPS gebaut hat. Die haben wir nicht. Nee, das mit der Drehung ist ganz einfach das Ding, dass die Speeds ja unterschiedlich sind. Manchmal triggert er dich ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Wenn dich langsamer triggert, hast du natürlich ein bisschen mehr Zeit zum Drehen. Er hat hier aber zwei übereinander gesetzt, also das ist eigentlich gängig. Wenn du normalerweise... Nein. Wenn du einen gleichen Speed auch wirklich erreichen willst, dann setzt man zwei Nein. Speeds übereinander. Hat er gemacht? Eier! Komm, Deko, du musst einmal darüber. Also, du, das Schwerste hast du eigentlich schon, wenn du da so rüber jietest. Das ist das Schwierigste. Lol. Richtiger Eismann, einfach ey. Wie ein Skateboarder, Junge. Wie ein Skateboarder. Tony, ja, wie früh willst du raus, Deko? Ja. Perfekt, will ich raus. Ja, und damit Deko. Ja, Alter. Deko Hawks Pro Skating. Yeah! Und damit GZ. Deko ist durch. Oder wie Deko sagen würde: durch. Einfach nur eine Koralle gemacht am Ende, weil es kann, Alter, weil es kann. Hab ich auch gemacht, Digga, Ja, laber nicht zu. Aber ey, wir müssen für Ares jetzt noch irgendwie normalen Warrant mal hier reinzwirbeln. Ey. Doch. Der zweite Punkt waren 16 Minuten, für den Rest habe ich 5 Minuten gebraucht, ey. Digga, du warst, nach 16 Minuten hast du den zweiten Punkt geschafft. Es gab noch einen Punkt 1, ey. Ja. Den hab ich, glaube ich, nach 8 Minuten geschafft. Ich glaube, ein Skill-Feuerwerk kann ich heute nicht mehr abfeuern, ganz ehrlich mal. Ich bin innerlich gerade so hart gebrochen, das ist so normal. Ja, Skill-Feuerwerk gab's auch bei mir zu sehen. Dann machen wir jetzt noch einen Zu-Fuß-Parcours. Zum Abschluss noch eine Map von Dex. Die ist so ein bisschen klassischer. Deko mag die Map nicht ganz so wie Dex. Aber... Ja, ob ich die Map nicht mag, weiß ich noch nicht. Aber sie ist so ein bisschen klassischer. Und am Anfang werden wir jetzt erstmal wieder richtig schön gechokeslammt. Digga, ist so ein neues Ding wie von allen, ne? Dass man einen Spawn hier am Anfang. Skiski. Ja, das war schon. Langweilig. Ja, Dex kann's einfach nicht. Ja, dann würde ich sagen, good luck, have fun und let's go, ja. Ne? Digga, wie ich fahre, ich war richtig beschissen. Okay, hat Deko verkackt? Wie hat Deko denn verkackt? Ich bin unten an die Einfahrt reingefahren. Richtiger Dulli, ey. Naja, sagt er mir. Ja, wie soll man das denn machen, Alter? Nicht so schnell fahren. Da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht die Knallgasmöwe ist, oder? Zu langsam auch nicht. Weil es so Mittelspeed, also, ne? Muss man für Dex eine richtige Muschi sein, ja? Na, ich mache hier so. Digga, das ist aber auch. Jetzt habe ich ein bisschen langsamer gemacht und so weitergekommen, aber am Ende noch kurz mit dem Reifen über die Kante rüber. Ja, ja. Abgeprallt, weggeflogen. Ares hat es. Es ist der Mittelspeed. Es ist der gute alte Mittelspeed. Und ich glaube auch der Winkel, den man da. Fuck, Alter. Digga, ich stoße immer noch mit dem Reifen ja, ich hab's auch. Über der Kante an. Muss so ein bisschen nach oben, dann wieder nach unten ziehen. Fuck, ey! Wow. Nein, ey, oh nein! Oh. Alter, okay. Also diese ganzen Hindernisse da. Ja. Das ist so ein kleiner Hindernis-Wallride, ne? Alter. Obergeil. Aber ist das schon eher was du magst? Ja, auf jeden Fall ist das jetzt hier nicht mit irgendeinem anderen Quatsch. Okay, aber der erste Part ist komischen Kirchturm, oder? Aber langsam von oben nach unten. Ich krieg halt heute rein gar nichts hin. Das ist beeindruckend. Mal so, aber heute ist es. Aber jetzt bin ich da langsam gefahren, hab's auch geschafft und bin dann aber davor runtergerutscht. Hier. War extra langsam, damit du hier nochmal ein bisschen geilen kannst. So. War hier auch nochmal langsam, damit du richtig geilen kannst. Jetzt fahre ich so. So nach oben. So, hier runter und. Bum. Echt easy, oder? LOL! Okay, natürlich musst du das besser machen. Ja. Ich weiß nicht, Alter. Also da ist null Schwierigkeit, wenn man weiß, wie es geht, ist einfach. Ja, so ein richtig typischer. So. Oh fuck, kann ich noch nach oben fahren? Nein. Bin ich hier wieder zu langsam geworden? Aber der ist echt relativ simpel. Aber jetzt hier, den hier abzufangen. So, ja. Alles super langsam. Ja, und jetzt hier. Nein, ich hab verkackt. Wo jetzt lang? Hier durch? Also ich komme über den Kirchturm rüber, aber ich rutsche dann zu weit runter, um diese beiden Hindernisse da auszuweichen. Ja. Nein! Alter, das ist crank, Digga! Du rutschst in den Kirchturm runter, echt? Digga, ich habe da gar keine Probleme, weil ich mache das super langsam, von oben nach unten. Nein, ich bin danach zu langsam. Ach so. Also ich habe da absolut zero Probleme und danach fahre ich auch richtig langsam, um das mit dem Looping hinzubekommen. Digga, du musst da unter dem Pfeil durchfahren. Ja, unter dem Pfeil? Ich bin auch gerade oberhalb des Pfeils gewesen.
Und danach scheint es aber noch weiter zu gehen mit irgendwelchen Hindernissen, ne? Also danach muss man nochmal unter dem Feuer durch. Ja. Oh. Nein! Okay, ich war schon relativ weit. Dann müsst ihr von unten nach oben zwirbeln. Also ihr braucht danach ein bisschen Speed, Digga. Richtig geiler Hindernis-Warrod, ey. Geil, ey. Ich steh auf so kranken Scheiß. Fuck, ey. Aber die Edwards, die da so drin sind, die sind schon... knackig, sagen wir mal so. Knackig. Boah! Und jetzt hier ein bisschen langsamer fahren. Ja. Also die größten Probleme habe ich auch noch mit dem Kirchturm. Echt, da habe ich gar keine Probleme. Na, verkacke ich auch gerade die ganze Zeit irgendwie. Keine Ahnung. Vorhin hatte ich da einen Ruf. Also ich komme um den Kirchturm rum, aber ich rutsche halt danach dann raus, weil ich zu langsam war. Nein! Also ihr müsst wirklich, ihr fahrt auf den Warworld, müsst dann so einen Zentimeter nach unten fahren, speeden, dann wieder nach oben. Also wenn ihr den ganzen Bums da im Kreis geschafft habt. Das kann ich euch schon mal so mitgeben, aber ich glaube, ihr müsst es einmal, fahren, damit ihr genau wisst, was ich gerade von mir gebe. So, ich mache nämlich alles hier. So, jetzt bin ich wieder hier, ein bisschen nach unten fahren, so. Und jetzt nach oben fahren. Ja, okay, hab's. Okay, was kommt jetzt? Ist da der Punkt? Oh ja, das erste Punkt, okay. Puh, weil ihr müsst da durch so eine kleine Lücke durch. Das könnte interessant werden. Gib mir Bescheid. Meinst du oder was? Warte mal, wo seid ihr? Dann muss ich den Scheiß zurückfahren. Ach du Kacke, ey. Ja, damit ich euch nicht weg, Olga. Hänger am Kirchturm. Ah, da unten. Okay, alter Schwede, geil. Fahr doch, du miese Fickkarre! Wenn ihr den Kreis geschafft habt, gebt mir bitte Bescheid. Oder wenn ihr da gleich durch seid. Weil ich komme euch für zwei Meter komme ich euch entgegen. Na, ich bin in die Edwards reingefahren, Alter. Sei scheiß Ernst. Oh, den muss ich aber clean machen hier, ey. Also wie gesagt, danach kommt nichts mehr, dann habt ihr es. Pfeil unten, bisschen speeden, minimal nach unten, dann nach oben ziehen, Ding Dong. Ah, man muss hier sehr, sehr fein lenken, ey. Meine Tries werden original immer schlechter. Also wirklich. Das kenne ich. Ich schaff's auch nur mit Glück dann, Kirchturm. Ja, endlich mal wieder durch. Hier unten. Wow! Heide, Witzka, ey. Digga, ich bin zum zweiten Mal jetzt bei den Edwards, hab ich verkackt, Alter, vor dem Pfeil. Ach da, okay. Ich denke, da ist schon der nächste Punkt, ne? Oh, der nächste Punkt ist eigentlich auch wirklich... Eigentlich geht das alles. Wenn ihr wisst, wo die Schwierigkeiten sind, dann geht das. Also Aras hat es ja gerade schon fast, ne? Mhm. Der nächste Punkt, da müsst ihr zwei gute Worldwechsel machen, das war's. Och, Digga. Aber ja, man kann da sehr häufig verkacken auf dem Weg. Oh fuck, das war zu früh, ey, leck mich. Ich komme jetzt unten irgendwo. Okay, ja, ich chille. Nein, ich hab's verkackt. Hast du bei diesem Loch da verkackt? Das Loch unten beim Pfeil, ja. Auch zum ersten Mal jetzt. Ey, fahr! Wow, okay, den ersten habe ich. Überdreh dich doch nicht! Ein Wallwechsel noch, komm. Ein Wallwechsel noch. Oh. Okay, ja. Echt mal sowas wie eine GTA-Pause machen. Mach sie nicht zu lang, Digga. Mach sie nicht zu lang. Das ist auch blöd. Man hat einfach mal. Man hat mal schlechte Wochen und man hat mal gute Wochen. GZ, ich bin schon wieder weiter. Ich bin nicht da. Ja, ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Wirklich. Boah. Ja, am Ende war es eigentlich mega einfach. Ja, ich sag's ja. Wenn der Speed stimmt, ist mega einfach. Und jetzt musst du zwei gute Wallwechsel machen. Hä, hey, was muss ich? Muss ich denn hier machen? Du musst zwei gute Wallwechsel machen, dann bist du auch schon wieder durch. Dann hast du den nächsten Lachs. Zwei gute. Der war zu gut. Der war zu gut, ist auch gut, ey. Ja, ich bin noch oben ein Stück lang gerutscht. Oh fuck. Boah. Jetzt hier irgendwie rausspringen. Oh, lol. LOL! Okay, das war sogar richtig. Alter Schwede, da muss man aber... runterfahren, fick mich, Alter! So, ich bin wieder in diesem Kreisel.
Ja, nur Deko kommt jetzt entgegen. Ich nee, komm. Ehrlich. Wieso, was ist los? Worauf hast du verkackt? Nach dem Kreis hat die erste Stange mitgenommen. Bei der Ausfahrt quasi. Oh, okay, ein bisschen da, ein bisschen hier. Oh, ich liebe so Hindernis-Warriors. Ich finde sie einfach geil, Alter. Ich finde sie richtig nice. Deko, bei welchem bist du? Bei welchem Hindernis? Bei welchem? Erster Wallwechsel. Okay, ja, ich bin weg. Warum bekommt eigentlich so unmöglich eine eigene Episode? Digga, ja. Weil die gleich schon wieder vorbei ist. Gut, das fühle ich jetzt noch nicht so, aber okay. Ich drop immer zu weit nach unten. Wo ist denn da der Wolverwechsel? Ich seh's nicht. Da, wo die Tube ist. Jetzt hier fahren? Jawohl. Jetzt hier oben fahren? Jawohl. Ja. Was kommt hier? Der springen? Nein, muss Fullspeed springen. Oh, nein, da war sogar ein Speed, Digga. Nein. Lol. Lol. Ey, wieso verkacke ich den ganzen Fall von einem verschissenen Punkt? Digga, da wäre der Punkt gewesen. Ich hab's gesehen. Das ist. Ey. Oh, das Deko, okay. Ich hab den ersten geschafft. Ja, jetzt nach oben fahren und dann einen guten Wallwechsel noch, komm. Oh, er hat ihn. Sehr gut. GZ, Alter. Okay. Ja, es war aber auch ein bisschen knapp, muss ich sagen. Aber es war echt nur, wirklich einfach nur sauberes Wallwechsel, ne? Ja. Und, Ares, wo bist du? Okay, ich bin weg, ich bin weg. Titan verkackt. Nee. Ja, Vater. Heute ist nicht mein Tag. Fahr mir mal hinterher. Ich muss jetzt. Okay, siehst du mich? Ja, hier. Ja. Hier. Nach oben wieder. Jetzt wird's ein bisschen tricky. Nach oben springen. Puh, früher raus. Fuck. Oh. Das, ja, also das war's eigentlich schon. Also. Am Ende musst du noch Fullspeed brezeln, wenn du da so ein bisschen was geschafft hast. Und dann ist leider irgendwie das Rausspringen auf den Wall ist irgendwie nicht ganz so gut. War der jetzt schon dreimal und das hat nicht so gut funktioniert, sagen wir mal so. Und direkt danach ist aber schon der Punkt. Also der Punkt ist auch jetzt gleich schon gelöst. Nein! Digga, ich fahr diese Scheiß ein, wie der raushängt. Oh ja. Ist irgendwie anders springen oder anders fahren, so. Digga, das ist einfach, das ist hier leider nicht gut gebaut, ey. Aber ja, die Community hat da nicht so ganz unrecht. Ich sag das echt fucking oft. Was denn? Ich glaub, dass irgendwas scheiße gebaut ist. Ich sag das super oft, also. Das sagt Deko ja auch relativ häufig. Es ist mir nie so wirklich aufgefallen, aber so durch die Kommentare. Ey! Schon. Ich knall die ganze Zeit gegen den Warrior, Digga. Das ist doch, wer, wie und weshalb, Digga. Also wirklich. Bin jetzt wieder da. Ich weiß leider nicht, was ich anders machen soll. Wallride-Wechsel 2, super clean. Na also, geht doch. War ihr schwer oder was? Wallride-Wechsel machen wir seit wie vielen Jahren? Ja. Einfach ja, okay. Toll. Okay, ich habe ihn jetzt weiter oben genommen, Deko. Und ich hab den Punkt. Oben. Oh. Ich habe sonst immer so die Spitze ein bisschen mitgenommen, aber ich habe jetzt den oberen Teil des Falls genommen. Also immer noch gerade, aber der obere Teil. Dann hat's funktioniert. Okay, und dann hat es von alleine geflippt, oder? Nee, du springst sozusagen drauf. Hä? Ach so. Aber wie gesagt, er ist ein bisschen verixt noch. Also es ist alles andere als clean, Digga. Alles andere als clean. Holy fucking moly, Digga. Was ist das denn hier, ey? Digga, was wird das denn? Aber geil, ich lande wieder unter dem scheiß Fick. Ja. Aber eigentlich geht das auch wieder. Okay, aber ich glaube, da kommt nicht mehr ganz so viel. Aber sind gleich haben wir's. Dann waren das echt zwei coole Maps, muss ich sagen. Aber auch nicht geschenkt, sage ich euch. Nicht geschenkt. Nee. Wow. Wow. Ja, hier abfahren. Ich hoffe, es war kein Fehler. Boah, direkt den nächsten Punkt. Okay. Ich glaube, es kommt noch ein Ward und dann haben wir den Sack hier eingepackt, ey. Ja. Hä, wohin? Hä? Ach so.
Beim Pfeil oder oben rausspringen oder wo warst du? Ja, oben rausspringen und dann ein bisschen fahren und dann am Ende kommt noch so ein Pfeil, den würde ich minimal oben nehmen, minimal. Okay, hab ihn. Ja, der Pfeil einfach nur oben. Ja, Pfeil, ne? Dreieck. Okay. Nicht zugekommen. Oh, Digga. Ja! Nach unten fahren? Ah, ja. Ja, okay, man muss unten. Okay. Deko, wir könnten uns jetzt wieder entgegenkommen. Ich chill hier kurz. Ja. Edward, ja, falsch. Oben M-Ski. Also aber nur M-Ski fahren, kein Flip oder sonst irgendwas. Ey. Du musst Mittelspeed behalten, damit du da durchschaffst. Damit du durchkommst, ja. Ja. Zu langsam das geworden. Das Ding ist einfach ein kompletter Obstacle-Wallrad, ne? Das ist halt. Ja, aber finde ich geil, ey. Wenn du später noch so Edward siehst, ne, Deko, kurz danach, die würde ich ganz, ganz unten nehmen. Nein, fuck. Versuch rauszuspringen. Oh, fuck, ey. Nein. Digga. Oh, fuck. Warte, was kommt hier noch? War ich überhaupt richtig? Oh. Okay, Punkt habe ich. Nee, ich fahr gerade falsch. Hä? Okay. Ihr sagt mir nichts, vielleicht führe ich den richtigen Weg. Okay, du musst auf jeden Fall nach unten fahren in dieser Tube da. Und dann bin ich so hoch und runter gefahren, aber ich glaube, du musst dann nach oben fahren vielleicht. Oh. Ja, unten bin ich. Boah. Hä? Na, dann weiß ich nicht, ob du nach oben fahren musst oder eben nach unten. Oben. Du musst Edward nach oben fahren. Ach, da oben. Ah, okay. Danke dir. Ah, okay, ich bin wieder unten lang gefahren. Ah, okay. Und dann ein bisschen schneller fahren. Ich war zu langsam. Ach, so bist du. Immer noch bei dem Sprung da? Ja. Okay. Ich hab gerade wieder meinen Elektro X21. Schön leise, Digga. Man gönnt sich. Nein. Wie? Wie kommst du an den Pfeilen vorbei, die auf der Edward-Wand sind? Fährst du direkt nach oben oder fährst du erstmal unten drunter und dann nach oben? Oh, warte. Ich fahr direkt unten und dann direkt nach oben. Ich verkack gerade teilweise so dämlich. Das ist echt nicht mehr normal. Nein, ich hab den nicht gesehen. Ich hab ein Obstacle nicht gesehen. Oh, was ist los mit mir? Du hast abgebremst. Okay. Der Typ. Aber dann geht's, glaube ich. Scheiße, dass ich einen Chaco nicht gesehen habe, ey. Digga, das ist aber hier rumgewurschtelt, ey. Mann! Jetzt fahr ich einfach an der Spirale an die ganzen Edward-Scheiße ran, ey. Nötige Dreckkacke. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Hier jetzt nicht gegenfahren, sondern hier nach oben, ja. Und jetzt hier. Oh, lecko mio, Alter. Abfangen. Ich hoffe, dass. Nein. Digga. Ey, nein. Oh, das hab ich scheiße gemacht, ey. Wollen wir dieses Jahr eigentlich mal so ein 1. April-Video aufnehmen? So April, weißt du, irgendwie so. Wir essen so volle. Lösen sich auf. Wir essen volle Windeln oder so und dann essen wir so volle Windeln, weißt du? Ja, aber es ist Kot und kein Schokopudding. Ey, nein. Oh ja, nein. Finally. Oh, unten fahren! Oh. Oh, da ist der nächste Lachs. Du bist direkt hinter mir. Ich bin direkt hinter dir, ja. Digga, du hast richtig gegeiert, Alter, du kleiner Geiermeier. Also jetzt nach der Edward-Wand den Graben habe ich abgegeiert, ja. Aber ich habe nur eine Stelle wegen dir geschafft, würde ich schätzen. Okay, ein letzter Kram, Muchachos. Ihr könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet. Die Losers essen, ja, Windeln oder so. Special Edition. Das ist eine krasse Folge jetzt, ja. Mit zwei ziemlich heftigen Maps. Ja, einmal 12 Minuten, einmal ja, für dich. 26. Für dich waren es 12 Minuten, Alter. Als wenn Jeremy oder die ganzen Bums von euch noch da ranzwimmelt, ey. Da will doch keiner natürlich sehen, ey. Egal, damals, als ich geschnitten habe, sobald einer im Ziel war, gab es auch den Schnelldurchlauf für alles andere, was noch passiert ist. Ein, zwei Rages von Deko und dann Abfahrt. Aber ja, Jeremy schneidet da echt schon noch viel rein, was danach passiert noch. Habe ich damals immer rausgeschnibbelt. Ready to Judge, mal sagen, was die besser finden. Wollt ihr die langweilige Sicht von Deko da noch sehen? Oh, fuck. Also sagen wir die langweilige Sicht von der Person, die nicht als erstes ins Ziel kommt.
Okay, Dico, ich bin da jetzt oben gefahren, durch die Klammer, würde aber, glaube ich, sagen, unten ist einfacher, oder? WTF? Ich würde sagen, unten ist einfacher, ja. Und ich würde sagen, guck mal nach unten links. Verdient erster Platz, hört. Oh, ich bin auch durch. Die Frage ist jetzt, Marvin, sollen wir dein langweiliges Gesicht doch reinschneiden, oder? Ja, ich bin jetzt durch so, ne? Also, war nicht mehr lang drin, ne? Aber cooles. War langweilig. Cooles Ding, Alter. So, Muchachos. Heute los ist mit mir. Ich krieg heute gar nichts hin, also wirklich. Ja, das kennt Dicke auch. Das hat er auch 90% der Zeit. Für mich hat's heute gereicht. Also, Muchachos. Daumen nach oben ballern. Das war heute wirklich mal eine etwas längere Folge. Und ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wollt ihr den ganzen Bums noch sehen? Wirklich alles, wenn einer schon im Ziel ist? Oder reichen euch da die Highlights und so kleine Gesprächsfetzen, die wir vielleicht noch angegangen sind? Gerne mal reinschreiben. Und Aris, wir wünschen dir auf jeden Fall eine schöne GTA-Pause. Komm aus dem GTA-Urlaub mit sehr viel Skill zurück und dann kannst du uns auch wieder rasieren.